Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Beim letzten Part haben wir Eiscreme auf die Waffeln befördert und das tun wir auch noch in diesem Part, denn ich will das Minispiel abschließen. So lange nehme ich auch. Ich hoffe mal nicht, dass die fucking Soundbugs wirklich bei euch auch sind. Denn die kommen bei mir heute irgendwie sehr, sehr oft. Keine Ahnung, woran das liegt. Frostwurf. Weil wie gesagt, das ist eigentlich nicht gewesen in diesem Video, was aufnimmt. Und daher mal gucken. Und ihr habt gemerkt, Hand in Hand ist ziemlich schnell, aber jetzt will ich erstmal fucking Insel des Schicksals abschließen. Ich meine, das Lied ist toll und so, aber Soundbox, please. Boah, Alter. Ohne Sound ist das doch etwas schwieriger zu timen. Also nicht unbedingt, ne? Ich meine, ich kann zwar gucken, aber wenn ich gucke, dann kommt nur schlecht dabei raus. Das habe ich in diesem Spiel schon gemerkt, als ich mit Terra gespielt habe. Komm jetzt durcheinander. So, das sollte hoffentlich genügen. Hoffe ich mal. Ich glaube nicht. Ah, doch. Oh, mit dem Kugel-Kombo-Bonus, obwohl ich gefailt habe. Ich wusste doch, es gibt einen Kristall. Ah, das ist doch endlich geschafft. Aber das war ja noch nicht alles. Das schwerste Lied kommt ja jetzt erst noch. Nämlich Hand in Hand in Schwer. In Meister. Jetzt bin ich mir nun nicht sicher, ob es nicht noch ein sechstes Lied gab. Weil ich das auf Terra halt nicht gemacht habe.
Da habe ich in Sinne des Schicksals irgendwann keinen Bock mehr gehabt nach 3 Versuchen. God, Soundbuds, please. Was war das schlecht? Wie ist das bitte? Oh Gott! Ich kann nicht so auf, wenn es zu viel passiert, wenn ich es mir nicht merke, weil es sowieso halt kommt, bevor es zu Ende gespielt hat. Konzentriere ich mich halt auf das, was ist. Und dann gucke ich auch mehr, anstatt zu hören. Wenn es dann nicht klappt, dann ist scheiße. Gott, dieses Lied. Don't like. Ich kann den PC, den Fernseher auch lauter stellen, wenn ich mir die Melodie etwas lauter höre, aber ich höre sie genug, aber trotzdem kann ich da nicht so wirklich guten Zusammenhang erkennen. Und sowas schaffe ich! What? So die schwersten Sachen mit hin und her. Einfach. Und gleich schaffe ich die nie wieder. Bitte lass das reichen. Also nochmal. Ich glaube, ein Fail weniger hätte gereicht. Das war wirklich gefällt. What the fuck? Das Lied kotzt an. Ich weiß nicht, warum noch so für PSP so viel einfacher ist in Erinnerung. Warum denke ich immer der Rote? Und jetzt der Grüne? Hä? Yeah!
keine Ahnung, wie ich das schaffe. Wie ich das schaffe. Hätte es vielleicht noch geklappt. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch an diesem Lied hängen werden. Ich denke mal etwas länger. Ich wette, jetzt schaffe ich die jede andere Stelle bis auf diese schweren. Na gut, nicht wirklich, aber kann irgendwann mal passieren. Ich habe nicht mitbekommen, wo der Combo Breaker war. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich meine, so viel hatten wir noch gar nicht. 16,73 Meter. Na danke! So, Schlüsselschwert her damit. Eisgar sogar. Okay. Maestro! Maestro! Reglich verdient! Na gut. Ja komm, lad nicht so viel. Es gibt ja nur noch... wann kommt eigentlich dieses... Oh nee. Ich glaube, wenn man wirklich mit jedem Charakter hier was abschließt, gab es noch eine Szene. Oh mein Gott. Da war was. Da war was. Ja gut. Die werde ich natürlich im LP jetzt nicht so zeigen, weil ich keinen Bock habe, mit jedem Charakter nochmal Eisstream zu machen. Deswegen sage ich es am Ende. Ich weiß ja nicht, ob bei Aqua doch noch was kommt, wenn man dann da was fertig gemacht hat, aber gut. Da ist keine Truhe. Wo ist diese eine fucking Truhe? Okay. Weil hier ist ja nur eine oben drauf. Das ist auch nur eine. Bei Terrawandler 2. So, jetzt nicht, dass hier oben diese eine noch irgendwo fehlt. Hier oben ist ja eigentlich gar nichts. Ich kann da auch nicht rauf. Aber ich bin, habe in Erinnerung auch so das Gefühl, dass ich irgendwo mal eine Truhe einfach so nicht gefunden habe. Warum auch immer. Hier ist ja nirgends eine. Hab ich hier oben eine vergessen? Kann ja auch irgendwie nicht sein. Da hinten ist auch keiner. Ich hätte keine Ahnung, wo ich hier eine Truhe vergessen haben sollte. Oder habe ich hier beim Pinball wirklich eine vergessen?
Eine in der Mitte. Dann haben wir hier eine. Die habe ich ja auch. Ah, da. Gut. Manöverformel. Wir haben alles. Wir können gehen. Das ist ja mal nice. So haben wir jetzt vielleicht die Güte, diese vier nochmal zu besiegen. Und dass die anderen vier dann auch noch auftauchen. Oder wird uns das verwehrt? So, dann euch mal schön gegen diese Wand da schlagen, damit ihr auch nicht runterfallt. Ich wollte schon sagen, geh da jetzt nicht durch. Und ja, da haben wir es ja. Tobasco. Prickelpfeffer. Mal gucken, ob wir aus dir noch schön was rausbekommen, aber ja, so ein bisschen, ne? Yay, die Höhe stimmt nicht überein. Aber gut, dann haben wir das fertig. Würde ich sagen wollen, aber wir haben das Schlüsselschwert ja nicht. Deswegen wundert mich das gerade, weil irgendwie bekommt man auch das Schlüsselschwert. Bei Terra hat es ja geklappt, einfach so, ne? Hatte ich nicht... Doch, ich hatte doch jetzt nur einmal Insel des Schicksals meistern auf Toll, hab dann aber Hand in Hand freigeschaltet, hab das dann aber im Nachhinein doch auch auf Fantastisch gemacht. Also habe ich ja alles auf Fantastisch abgeschlossen, also warum... Yo, extra scharf, das kennen wir ja. Also warum kommt hier nichts? Das wundert mich nämlich gerade sehr. Weil eigentlich... Ich weiß nicht, bei Terra war ja auch noch eine Szene, nachdem man alles abgeschlossen hat. Also das habe ich wirklich nicht mehr im Kopf. Was da nun mit ist. Ist mir echt kacke. Ich will das Schlüsselschwert doch gerne haben. Weil ich kann mich nur daran erinnern, dass ich sonst immer alles gemacht habe. Auf der PSP. Aber bei Terra war ja auch eine Szene. Bei ihm hier jetzt ist keine Szene, aber ich habe doch alles auf Toll abgeschlossen. Die Welt ist so klein und so klein, war direkt auf Meister, oder? Dass ich nochmal auf Anfänger machen muss. Ich mach's jetzt einfach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oder so. Ich mach's einfach mal. Dürfte ja jetzt nicht mehr wirklich schwierig sein. Selbst mit Soundbugs. Und sagt mir jetzt nicht, dass ich die Lieder auf, alle auf Vollkommen machen muss, damit ich hier die Szene trigger. Ansonsten muss ich diese Szene am Ende von Aqua Story, falls ich es nicht vergesse, sonst erinnert mich in den Kommentaren mal, nochmal ansprechen und laut meiner Erinnerung dann halt sage, was alles drin vorkommt. Viel ist das halt nicht, aber gut. Szene kommt nicht, ne? Nee. Das ist echt merkwürdig. Muss man irgendwo... Naja, Mini ist ja hier nirgends. Sonst dachte ich halt so Mini, weil Mini auf jeden Fall in der Szene vorkommt. Aber Mini scheint hier ja auch nirgends zu sein. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn, falls du weißt, wie man diese Szene mit Ven prockt,
Sag Bescheid. Ansonsten sehen wir die Szene sowieso irgendwann am Ende. Wenn es noch klappt, zu Vents Ende. Warum schwäche ich eigentlich da nochmal? Und im nächsten Part gehen wir dann in die nächste Welt. Das wird dann wahrscheinlich die Arena des Olymps sein. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.